Der Modesinn der Deutschen ist berühmt-berüchtigt. Hartnäckig halten sich Gerüchte, dass wir immer in Tracht unterwegs sind und der deutsche Mann stets in zu kleine Badehöschen schlüpft. Was ist absoluter Unfug und wo ist vielleicht doch was dran? Wir gehen den schlimmsten Fashion-Vorurteilen auf den Grund. Vorurteil Nummer 1, wir Deutschen tragen immer Tracht. Tatsächlich herrschte schon im 19. Jahrhundert ein regelrechter Trachtenboom. Doch ist die Lederhosen nicht mittlerweile überholt? Was denken die ankommenden Touristen? Was trägt der Deutsche im Alltag? Lederhosen oder wie auch immer die heißen. Die bayerischen Lederhosen, ja genau. Lederhosen, yes. Ich habe wirklich sehr viele Lederhosen gesehen, mehr als ich dachte. Aber warum nur denken die Touris, tragen wir die Tracht? Ihr hat eine besonders skurrile Erklärung. Sie würden gerne zurück ins 17. Jahrhundert. Ja, ist klar. Tatsächlich sind Trachten der wachstumsstärkste Trend in der Textilbranche. Doch tragen die Deutschen sie auch im Alltag? Wir gehen in München auf die Suche. Weit und breit keine Lederhosen. Weiter geht die Suche im Biergarten. Aber auch hier Fehlanzeige. Warum hat fast niemand eine Lederhose an? Der Deutsche ist kein Bayer. Ein Bayer ist ein Bayer, aber kein Deutscher. Ah ja, übersetzt heißt das schlicht nur, der Bayer trägt Tracht. Und selbst hier haben wir kaum Lederhosen gefunden. Deshalb ist dieses Vorurteil eindeutig widerlegt. Das nächste Vorurteil, der deutsche Mann mag's knapp. Wir sind ja ohnehin verschrien als FKK-Nation. Deshalb mag der deutsche Mann, wenn er sich schon bekleiden muss. Ich glaube, diese hier. Die kleine? Ja. Die kleinen. Und warum ist das wohl so? Weil sie gern zeigen, was sie haben. Die Meinung im Ausland ist einhellig. Na, dann schauen wir mal nach den Mini-Höschen. Ah, hier ist ja tatsächlich eine. Und hier auch. Und noch eine. Und warum tragen die Männer nun wirklich Speedos? Ich habe jetzt die an, damit man unten auch braun wird ein bisschen. Ja, weil jetzt dann gleich trainieren gehe. Weil es bequemer ist. Da lag diese Kanadierin wohl daneben. Es ist wegen der Sauberkeit in Pools. Es ist sauberer, eine kleine Badehose zu tragen. Auffällig ist, je älter der Mann, desto kleiner die Badehose. Die Statistik bestätigt, unter 40 Jahren zeigt sich nur jeder siebte Mann in den Minihöschen. Und auch wir finden an den jungen Männern eher mehr Stoff. Sie gehen schon lange nicht mehr. Sie sind total out. Die Meinung im Ausland ist eindeutig, das Ergebnis hierzulande nicht. Weiter geht es mit Vorurteil 3. Deutsche Frauen tragen ständig Schals. 30 Grad, praller Sonnenschein, die Schweißperlen rinnen und trotzdem? Deutsche Frauen müssen einen Schal um ihren Hals gewickelt haben. Tatsächlich sind die Fußgängerzonen voll mit Schalträgerinnen. Nur warum? Das ist hier die Frage. A, weil sie eine fiese Grippe haben. B, der Schal ist das Fashion-Must-Have. Oder C, ein möglicher Wetterwechsel. Es ist wegen des Wetters, es ist wirklich unberechenbar. Sie sind immer auf einen Wetterwechsel vorbereitet. Ja, ja, von wegen Schals werden aus praktischen Gründen getragen. Den richtigen Grund durchschaut er. Definitiv Mode. Das bestätigen uns auch die Schalträgerinnen. Ich finde einfach, das gehört zu einem Outfit dazu, einen Schal. Weil der gut ausschaut. Ich trage den immer im Sommer wie im Winter. Also in meinem Freundeskreis tragen auch sehr viele Freundinnen Schalen. Also auch wenn es warm ist, ist ganz normal bei uns. Und die Hitze? Ich schütze gar nicht drunter. Also ist total locker und luftig. Stört mich gar nicht. Ja, ja, klar, hier fällt das Urteil eindeutig aus. Die deutsche Frau trägt tatsächlich dauernd einen Schal. Das letzte und hartnäckigste Vorurteil. Socken in Sandalen. Yes, with sandals. Socks with sandals. Yes, yeah, socks. Wear socks. Gibt es diesen Fashion-Fauxpas wirklich noch? Wir stellen mit Schrecken fest, vereinzelt ja. Und als wäre das allein nicht schon skandalös genug, hören Sie sich diese Begründung mal an. Weil ich so schmutzige Fußnägel habe, ehrlich gesagt. Doch zum Glück hält die deutsche Jugend nichts von Socken in Sandalen. Ja, geht gar nicht, muss man ja nichts zu sagen eigentlich. Das ist oldschool, das trägt man, das hat man in den 80ern getragen oder so. Ganz schlechtes Vorurteil, nein. Bei den Jungen haben die Socken also ausgedient, deshalb nein, nicht alle Deutschen tragen Socken in ihren Sandalen.
wenn der Trachtenverkauf auf Hochtouren läuft und auf deutschen Straßen immer noch besockte Füße unterwegs sind. Typisch deutsch ist das nicht. Fest steht aber, in den meisten Vorurteilen steckt ein Fünkchen Wahrheit.